Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Creativers. Richtig, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich war gerade auf der mühsamen Suche nach Salzherstellung. Aber warte, jetzt kommt ein Intro und dann erzähle ich mal kurz was dazu. So, genau. Ich wollte Salz herstellen, damit wir auch noch ein paar Flügel und sowas machen können für später. Das Problem war, der lädt nicht doch jetzt später. Das war doch eigentlich immer so Salzstein, Feuer, fertig. Hat nicht funktioniert. Da hatte ich Bomben gemacht, raufgeschmissen, hat nicht funktioniert. Habe ich in die Lava geschmissen, hat auch nicht funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, war das immer so? Den habe ich jetzt gefunden hier. Ich habe keine Ahnung, ob man den immer so hergestellt hat. Ehrlich zu sein. Ja, egal. So, ich habe hier einfach mal noch ein Gegenstück dran gezimmert und dann lasse ich das jetzt einfach stehen. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Es fehlt nämlich nur hier das Rad. Was wir jetzt hier noch hinzimmern müssen. Aber, nee, will ich jetzt gar nicht. Das mache ich irgendwann mal. Nee, ich will erstmal hier weiterbauen. Weil hier ist ja noch ein bisschen offen. Ja, hier haben wir noch die Fenster und so. Muss ja auch mal gemacht werden. Mal den einfach mal so. Ist das die richtige Höhe? Ja, sieht gut aus, ne? Sieht richtig aus zumindest. Dann machen wir hier zu. Toll, wurscht. Hier unten ist eh irrelevant, uninteressant und so weiter und so fort. Und hier kommt Fenster. Das Gute, deswegen hat man extra ein paar mehr gemacht. Zack. Bisschen verworren das Ganze hier. So. Kopiert und drin damit. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Dann gehen wir hier hin. Aber da hatten wir die Seiten schon zugemacht. Das ist ganz praktisch, dass wir das jetzt hier so reinsetzen können. Fand ich eigentlich eine ziemlich nice Idee, hier so ein bisschen was Gläsernes zu machen. Doch, ja, ich habe gerade überlegt, machst du hier nochmal so eine Holzschicht rein, aber nö, kein Bock. Ich könnte höchstens hier so nochmal was reinsetzen. Das Ganze nochmal ein bisschen abzugrenzen. Und nicht runterfallen. Boah, hat er mir jetzt echt meinen Stein geklaut? Ist doch nett. Sieht aus wie so eine kleine Mickey Maus. Ist mal wieder was anderes, ne? Wir sind ja hier immer da dran, ein bisschen zu experimentieren. Ganz ehrlich, aber das Blau, das ist zwar schön, dass das da farblich ist, aber das passt überhaupt nicht. Ich muss das, glaube ich, nochmal ändern. Denn doch wieder, vielleicht wieder in Rot. Rot-Weiß, müssen wir mal gucken. Aber erstmal müssen wir hier ran. Hier sind wir nämlich noch nicht fertig. Noch lange nicht fertig. So. Dann ziehen wir hier so rum. Und hier lang. Mal sind wir hier auf die Ecke gegangen, ne? Und zwei rüber. Versuchen wir das mal so ein bisschen nachzuvollziehen. So. Gehen wir mal bis dahin. Oder wollen wir erstmal die Ecke kopieren?
das Ganze und dann rübersetzen. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Und dann halt quasi verbinden. Ich glaube, das ist eine bessere Variante. Jetzt, wenn ich das jetzt hier wild spekulativ mache. Dazu brauchen wir nochmal hier zwei. Aufnahme läuft, ja. Ich müsste nochmal gucken. Manchmal habe ich das da echt nicht so mit der Taste. Es wird jetzt auch ein Akt, wie wir die am besten kopieren. Ich überlege nämlich, ob ich dann einfach hier unten hingehe. Ob das hoch genug ist. Jetzt zeigt er mir natürlich nichts an. Doch da. Nee, nicht ganz. Okay, aber fast. Das ist eine Option. 1, 2, 3. Nicht. 4, 5, 6, 7, 8. So passt das. Jetzt können wir nämlich hier hinten ein bisschen was wegnehmen. Bisschen mehr. Machen wir mal die 10. Das ist ja eigentlich relativ uninteressant. Ja, eigentlich kann man das schon so lassen, ne? Take a minute, please. Now, fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Auf die other side. Auf die other side. Ja, ich mache das jetzt mal mit euch zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist jetzt mal halt so. Normalerweise habe ich ja mal versucht, das zu vermeiden. Also habe ich ja immer eine Seite gemacht und die andere Seite dann alleine. Aber ist ganz okay. Geht genau auf, ne? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Müssen das Ganze natürlich noch aktivieren. Oh, kostet nur 150. Ah, verdammte Axt. Und ich sag noch, das geht so schön auf. So. Dann hauen wir mal raus die Kacke und ziehen das jetzt hier eiskalt durch. Ohne Lampe. Da, so liebe ich das. Na, was willst du mehr? Guck mal da, der hat die komplett schon mal fertig gepflanzt. Na, nicht ganz. Jetzt aber, da oben fehlt halt noch, aber das ist nicht schlimm. Haben wir genug. Ich hoffe es einfach mal. Wuhu! Nein! Okay, dann nehmen wir mal das Salz erstmal. Angelogen, ist das nicht ein Luxus, dass man das so machen kann? Die Steinchen.
Hier noch der Zaun. Da, gut, haben wir dann natürlich auch nicht genug. Denn der geht ja auch mit Platten. Okay, dann müssen wir uns erstmal wieder Platten machen. Dann machen wir uns doch glatt mal eine Platte. Ich habe aber auch keine im Prozessor drin, glaube ich. Oder hatte ich welche reingetan? Doch, guck mal an, ich bin einfach gut. Ich bin einfach nur gut, gut, gut. Komm hier direkt nochmal ohne Ende drauf. Irgendwann kann man sie immer gebrauchen. Ist ja nicht so, dass sowas umsonst ist. Das ist ja, Holz ist ja bei mir ein Hauptrohstoff bei allen Sachen, die wir bauen. Jetzt sind wir aber gut hochgekommen. Meine Fresse. So, nehmen wir uns mal die Platten wieder vor. Ja gut, da oben. Erstmal das Windrad fertig machen. Jetzt brauchen wir noch Zaun. So viele zwar eigentlich nicht, aber ist ja auch wurscht. Das haben wir. Jetzt gucken wir mal hier unten noch schnell rein. Na, da ist auch schon perfekt. Ja, erstmal nach oben. Sieht fertig aus, ne? Alle drin, alles dran. Sehr schön. Bist du noch? Und natürlich hier der weiße. Das Holz. Ist ja klar, dass er hier gleich weitermachen will. Ah, ich liebe es. Ratzfatz, fertig. In einer Sekunde, ey. Ungelogen. Hammer. Hammer, hammer, hart. Was fehlt denn jetzt hier? Wo sind sie denn? Haben wir keine mehr. Ups. Hätten wir uns mal früher drum bemühen sollen. Ja, habe ich auch mit gerechnet, dass das nicht passt. Nicht reicht. Ziehen wir die hier wenigstens hoch. So. Die weißen, die roten Platten. Da nochmal weiße ran. Verdammte Mist. Verdammte Hacke, ne? Wie heißt das so schön? Wir haben jede Menge Schrott dabei, ne? Nur meistens nicht das, was wir brauchen. Verstehe ich gar nicht. Fertig. Das haben wir auch komplett. Und das Fenster haben wir auch komplett. Da fehlt noch ein bisschen Baum. Nur von der anderen Seite ran.
wenn das mal kein Meisterflug ist, obwohl er gehakt hat. Was sagt die Uhr? Ja, wir haben noch Zeit. Auch ich irritiert mich gerade, dass es dunkel ist. Geht auch langsam alles zur Neige. Ah, ist nicht schlimm. Rein theoretisch brauchen wir nicht mehr so viel. Haben wir jetzt alles? Ja, nicht, dass wir dreimal laufen. So. Hier unten war noch nicht ganz fertig, ne? Wo ist er? Da ist er. So, was fehlt jetzt hier noch? Na gut, der eine Holzbalken. Setzen wir mal ran, dann haben wir das. Ihr wisst ja, manchmal soll es einfach so sein. Damit ist alles fertig, glaube ich. Mal gucken. Sehr, sehr cool. Nein, guck mal hier, da siehst du, deswegen sind wir hier hoch. Deswegen machen wir diese Sichtung. Da fehlt doch glatt noch Zaun. Jetzt hat er es aber hier. Ja, scheint alles da zu sein. Warum tust du mir das immer wieder an? Aber wir reißen auch noch nicht ein, sondern wir ziehen jetzt erstmal das hier noch schnell durch. Da überlege ich mir gleich noch was, wie ich das machen. Zack. Sehr schön. Ich lobe mich zu oft selbst, habe ich das Gefühl. Den. So. Zu der ganze Mist. Alter, das ist drei Felder groß, ne? Und trotzdem schafft das nicht zu landen. Geschweige denn hier mal ordentlich was hinzusetzen. So, das passt. Dann ziehen wir hier auch noch die Felder ran. Wie gesagt, ein unabhängiges Gebäude, so nach dem Motto, was stilmäßig ein bisschen sich unterscheidet von dem anderen. Aber es ist ja generell einfach auch so gehandhabt, dass sich das hier alles so, als ob hier immer was angebaut wurde. So soll das zumindest aussehen. Was ja auch ein netter Zug wäre. So. Jetzt sind wir viel zu tief. Ich habe noch keine Treppe höher.
Weg mit dir. Das ist die Frage, ob er komplett runtergedüst ist. So, sehr nice. Die haben manchmal auch dumme Spawnpunkte, ungelogen. Vor allem in so einer Höhe. Ist doch frisch. Friert ihr nicht? Ein oder zwei? Ich meine, da sieht man auch den einen, ne? Muss einfach mal gucken. Ich denke schon, dass man zwei machen kann. Ist aber eine lange Front. Ist aber okay. Wie hoch müssen wir die machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zu hoch. Nee, das ist ja gar nicht der. Das ist da wegen. Das ist ja eher an den orientiert. Und den vielleicht sogar noch mal einen runterfletschen. So. Gucken wir mal, wie massiv das wirkt. Gar nicht so massiv. Nur, nö, passt. Kann man verkaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, da haben wir hier schon mal eine schicke Höhe. Die wir hier gleich zumeißeln. So, da geht die Sonne auch schon auf. Das heißt, wir haben echt schon wieder ein bisschen überzogen, aber nicht so übertrieben, dass wir jetzt hier Feierabend machen können. Und dann in der nächsten Folge ziehen wir mal hier die Seite ein bisschen hoch. Und dann, wie gesagt, ne, das war's dann. Hier rum, fertig. So mehr oder weniger. Wie gesagt, das Rad, das werde ich auch wahrscheinlich nochmal abreißen. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie ist too much von der Farbe. Denn doch vielleicht lieber in Rot. Rot-Weiß würde vielleicht ganz cool kommen. Oder das rote Holz. Das ist vielleicht auch noch eine Option. Muss ich mir mal gucken, wenn ich mit rotem Holz da die Dinger hinzimmer, aber ja, abwarten. Erstmal wollen wir das hier machen, deswegen danke fürs Zusehen, tschüss und adieu.